Smart Concepts Autos laufen bei uns bei Ausfahrt TV mal nicht ganz so gut an und ich verstehe es gar nicht. Ich finde den hier, den Smart 4i, das neue Konzept von Smart, richtig, richtig knuffig. Smart feiert 20-jähriges Bestehen und sie feiern sich mit dem Auto ein bisschen selbst, indem sie sagen, wir zeigen im Prinzip in diesem Konzept unsere Historie, aber auch gleichzeitig einen Blick in die Zukunft. Fängt an bei den Farben. Wir haben hier ein schönes Metallic-Weiß. Dann die Seiten in so einem silbrigen Silber, metallernen Silber. Und Steam Green. Die eingefleischten Smart-Fans werden den Namen kennen. Das war nämlich eine der Farben für die Baureihe 450. Die haben sie hier aufgegriffen. Aber, Eik, wir müssen ganz schnell zur Front. Denn natürlich wird es dieses Auto nicht geben. Sieht zwar so ein bisschen aus wie der Smart 4 Speed oder auch der Smart Crossblade. Und gerade den Crossblade, den gab es ja als Kleinserie. 2000 Einheiten hatten sie ja gebaut von dem Wagen. Der soll definitiv nicht kommen. Ich bin sehr traurig. Aber man hat uns verraten, einige Details könnten auch beim Facelift, was nächstes Jahr kommen soll, von der aktuellen Smart-Generation aufgenommen werden. Und ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, Daumen hole ich dich nur mal, dass die Scheinwerfer durchaus dazugehören könnten, die Voll-LED-Scheinwerfer. Und wenn wir uns die ganze Front nochmal angucken, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einige Elemente der Front auch Einzug halten in das Facelift. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, so satt wie der Wagen hier steht, der ist 10 cm breiter, 10 cm länger und vor allen Dingen tiefer gelegt. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Seite schauen, der Smart in der Serienversion, der steht ja auf 15 Zollern, kannst du auch mal hochprügeln auf 17 Zoll in der Brabus-Edition. Und hier diese Pirelli P0-Reifen sind 18 Zoll, oder? Ja, 18 Zoll vorne. Und ich meine, hinten wäre sogar noch mal ein bisschen größer. Ne, hinten auch 18 Zoll. Die sehen hinten bloß noch wuchtiger aus. Und wenn Brabus den nicht bitte baut, bin ich sehr enttäuscht von Brabus. Weil das könnte zumindest so vom Untergestell auch gut ein Brabus sein. Ich mag jetzt aber trotzdem gerne mal einsteigen. Ich weiß, ich bin total fies. Immer da, wo du nicht bist, ne, fange ich an. Aber du könntest mal die Türgriffe zeigen, die jetzt quasi so versenkt sind. Auch das vielleicht ein Detail, was wir uns vorstellen können, was dann nochmal überleben wird für die nächste Generation, weil das ist ja auch aerodynamisch gut. Zack, so gehen sie da raus. Und ich mache dir einfach mal die Tür auf, weil ich steige ein, okay? Eieieiei. Oh, ich muss vorsichtig machen, Kinder, ich habe Rücken. Im Innenraum sieht man schon, okay, das ist im Prinzip wirklich ein umgebauter Smart 4-Tour Cabrio EQ. Das ist die Basis also für dieses Fahrzeug. Von daher kann der auch fahren. Ich könnte damit jetzt aus der Messe herausfahren, wenn man mich denn lassen würde. Und ich würde es auch gerne mal machen. Was ich schön finde vom Detail her, sie haben gesagt, du hast ja hier genug Frischluft. Und wenn wir ehrlich sind, wir können ihn noch nicht schließen, wollen wir auch gar nicht. Und darum haben sie die mittleren Lüftungsdüsen, die ja sonst auch belegt sind, mit zwei netten kleinen Displays versehen. Und wollen hier auch nochmal die Brücke schlagen zu dem letzten Konzept, was ich euch auch gezeigt habe, dem Smart Vision EQ, wo es ja ganz viel um Carsharing geht. Und Smart bietet ja auch private Carsharing-Dienste an. Das heißt, ich kann mein Smart weitergeben an meine Freunde, zumindest in zwei Modellstädten. Und diese Displays sollen halt dafür gedacht sein oder auch dafür gut sein. Zudem gibt es hier auch noch einen Lautsprecher. In der Mittelkonsole haben sie noch verbaut, damit man ein bisschen mehr Wumms hat. Das ist ja auch wichtig bei so einem offenen Auto. Und das Lenkrad, ein ganz bisschen gekroppt, ne? Gefällt dir das, Eik? Also ich finde, das ist sowas wie Playmobil Deluxe für Erwachsene. Das ist so mein Ding hier. Ich finde den richtig geil. Ich hoffe, dass ich die gute Ariane vielleicht überreden kann, dass wir den mal fahren. Und mal so einen richtigen Fahrbericht machen. Weil der muss ja fahren, ne? Einfach nur bei Mercedes auf dem Werksgelände. 5 Meter hin, 5 Meter zurück. Elektrisch. Voll elektrisch. Gut, jetzt müssen wir uns das Heck nochmal angucken. Eieieiei. Und da haben sie so einen leichten
ein Ducktail, würde ich fast sagen. Ne? So ein leichtes Pützel, hinten die Rückleuchten über auch sehr schön. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen für so eine Serienversion. Vielleicht nicht ganz so, aber die sind ja so dreidimensional ausgeformt, quasi vom Lichteffekt her. Aber genauso schön hier fährst du mit dem Wagen schön an den Strand und hast gleich Pommes-Theke dabei. Ne? Zweimal Fanta Korn und Pommes rot-weiß, auf jeden Fall. Ja, und wenn wir dann nochmal das Heck, kannst du das Heck auch noch einfangen, Ike? Wie wuchtig der von hinten jetzt aussieht. Nicht nur durch die Verbreiterung, aber vor allem auch für die, ich meine, der ist riesig breit, oder? Hinten schön so ein Diffusor angedeutet. Ich glaube, von den Fahrleistungen bräuchte er den nicht unbedingt. Aber es geht halt schon. Ja, das war ein erster Eindruck. Viel mehr wird es noch nicht geben, aber vielleicht dürfen wir ja doch mal fahren. Ich persönlich mag den wirklich. Bin sehr gespannt auf eure Reaktion. Mir ist ja klar, dass diesen Clip nicht so viele Leute gucken werden. Ich weiß gar nicht, warum. Ich finde Smart mittlerweile als Marke immer besser. Ich habe erst die Marke überhaupt nicht verstanden. Mittlerweile mit so einem voll elektrischen Ansatz. Der erste Hersteller quasi, der seine ganze Produktpalette auf Elektrik umstellt. Da sollte man mal ein bisschen genauer nachgucken. Und wir haben ja zu Hause den Smart 4-4 EQ stehen. Also die viertürige Version als Stromer. Und ich bin sehr, sehr begeistert von dem Fahrzeug, gerade für die Stadt. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich verabschiede mich wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan.